Also, du gehst auf poe.trade und suchst hier nach irgendwas. Zum Beispiel, ich habe halt das vorhin so gemacht, Tabula Rasa. Im Normalfall musst du da nicht weiter was eingeben, weil die Tabula hat ja keine Fähigkeiten im Normalfall drauf. Ansonsten, wenn du Ringe suchst nach mit Resistenzen oder sowas, suchst du hier halt nach Ring. Da kannst du den Typen eingeben, Ring. Und sagst, du möchtest gerne haben Kälteresistenz. Dann gibst du hier Code ein, plus Prozento Cold Resistance. Und sagst, ja, ich brauche noch 25 mindestens. Da kannst du noch alles mögliche, Rarität und so weiter eingeben und dann gehst du auf Suchen. Und dann spuckt er dir alle Sachen aus, die halt gehandelt werden aktuell auf dem Markt und der aktuelle Preis dazu, Alteration Orb. Zum Beispiel ein Ring, wo du sagst, 26% Cold Resistance, da sind noch ein paar andere Modifikatoren, die möchtest du gerne haben. Da ist so ein bisschen Chaos Resistance mit drauf. Dann nimmst du den, ja, wenn er dir gefällt, dann klickst du hier auf Whisper. Ja, damit wird das automatisch in die Zwischenablage kopiert bei dir. Dann gehst du ins Spiel, öffnest mit Enter den Chat und fügst einfach mit Steuerung V das Ding dort einfach ein. Dann bekommt der Verkäufer eine Nachricht und kommuniziert mit dir. Dann lädt er dich im Normalfall, wenn er das haben, also wenn er das verkaufen will, lädt er dich in eine Party ein. Und wenn er dich in eine Party einlädt, besuchst du seinen Hideout. Da erscheint dann hier oben so sein kleines Profilbild, dann klickst du rechtsklick drauf, Visit Hideout, nimmst natürlich die Kohle mit, die du ausgeben willst. Und sobald er den Gegenstand hat, tradet er dich an, dann schiebst du den Gegenstand rein und gut ist. Wir können das einmal testweise machen, pass mal auf. Also mal angenommen, du hast mir diese Nachricht geschickt. Gucken wir mal in die Gilde schnell rein, wo ist er denn? Ich hoffe, du bist gerade online, aber du solltest online sein. Genau, ich lade dich mal ein, Invite to Party. So würde das auch funktionieren, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Gegenstand von mir kaufen willst. Jetzt klickst du im Icon links oben, klickst du mit der rechten Maustaste drauf und sagst Visit Hideout. Genau, jetzt bist du in meinem Hideout, hast die Currency dabei, die du ausgeben willst, ne? Jetzt nehme ich mal irgendeinen Gegenstand aus dem, keine Ahnung, aus dem Guild Stash. So, jetzt hast du diesen Gegenstand, ne? Und jetzt sage ich zu dir, okay, ich habe den bereit, dann sage ich Trade. Jetzt bekommst du einen Trade Request. Und jetzt ist es so, du hast ein zweigeteiltes Fenster. Unten hast du deinen eigenen Bereich, da legst du das Geld rein, was du haben willst, also was du bezahlen willst. Leg mal irgendwas rein, was du hast, keine Ahnung, eine Portal Scroll oder irgendwas. Völlig egal. Und ich lege oben meinen Gegenstand rein, den ich, den ich dir gebe dafür. Leg mal irgendwas rein, genau, als Beispiel. So, jetzt gibt es einen Sicherheitsmechanismus, dass man nicht einfach Accept klickt, wenn irgendwas drin ist. Wenn du jetzt also der Meinung bist, das passt so, musst du noch mit der Maus über den Gegenstand rüber hovern. Und dann kannst du auf Accept klicken. Und dann ist der Trade quasi vollendet. So handelt man.